Ich melde mich heute vom Filmfest Hamburg und mein heutiger Gast ist Hans-Christian Schmidt, der heute seinen Film Wir sind dann wohl die Angehörigen auf dem Filmfest Hamburg vorstellen. Das ist der Eröffnungsfilm. Der Film basiert ja auf dem gleichnamigen Buch von Johann Scherer und der aus seiner Sichtweise von der Führung seines Vaters Jan Philipp Rebens mal erzählt. Wie ist das Buch zu dir oder beziehungsweise wie bist du zum Buch gekommen? Das Buch ist zu mir gekommen durch eine E-Mail meines Co-Autors Michael Gutmann, der das gelesen hatte und der meinte, ich soll das auch mal unbedingt lesen und er findet es beeindruckend und findet es toll, wie Johann aus der Perspektive eines 13-Jährigen über die Entführung seines Vaters schreibt. Und dann habe ich mir das Buch besorgt, habe es gelesen und hatte denselben Eindruck. Du hast in einem Interview mal erwähnt, dass du bei der Bearbeitung eines Stoffes auch immer dir die Frage stellst, was das Ereignis oder das Thema mit dir selbst zu tun hat. Wie war das in diesem Fall? Das ist natürlich ein bisschen indirekter, weil in meiner Familie wurde nie jemand entführt, also ich habe nichts dergleichen so erlebt. Aber als Familienväter, die Michael und ich sind, glaube ich, können wir zumindest zum Teil das Gefühl und die Angst und die Sorge nachvollziehen, um die es da auch geht in dieser Geschichte. Und so habe ich versucht, den Bezug herzustellen und bin in erster Linie über die Aspekte der Familiengeschichte, die da drin enthalten sind, zu diesem Stoff dann gekommen und habe mich so mit Michael gemeinsam auf diese Aspekte konzentriert. Und habe vieles ausgelassen, glaube ich, was man auch hätte machen können, nämlich das mehr wie ein Thriller oder eine True-Crime-Geschichte zu erzählen. Das war alles nicht so im Vordergrund bei uns. Du sagst gerade, du hast das Drehbuch zusammen mit Michael Gutmann geschrieben. Wie groß sind da überhaupt die Spielräume bei der Inszenierung gewesen, wenn es sich auch um eine wahre Begebenheit handelt? Ich finde, es ist, macht einen Teil des Reizes aus, dass man versucht, eine wahre Geschichte zu erzählen und sie zu übertragen mit den Mitteln des Kinos auf die Leinwand. Es ist aber auch ein Teil der Problematik, der man sich stellen muss. Also man hat ein Buch, dem man gerecht werden möchte. Es gibt die Menschen, die man porträtiert, lebende Menschen, mit denen man auch spricht und sagt, fühlt ihr euch denn einigermaßen treffend beschrieben? Und man möchte gleichzeitig noch einen Kinofilm machen, der ohne Wenn und Aber funktioniert, für Leute, die die ganze Vorgeschichte nicht kennen oder die Johanns Buch nicht kennen. Und die Balance zu finden zwischen diesen drei Ansprüchen, die es da gibt, das, denke ich, die Stoffentwicklung kompliziert gemacht, aber auch herausfordernd dadurch. Und man muss ja bei einer Buchverfilmung auch immer Sachen weglassen, sonst wenn man keinen 5-Stunden-Film drehen will. Wie unterscheidet sich das Buch jetzt von dem Film oder der Film vom Buch? Also ich muss ja ohnehin, auch wenn es das Buch von Johann nicht gäbe und ich würde über einen Entführungsfall, der über 30 Tage geht, was erzählen wollen in 90 Minuten oder 100 Minuten Film. Die Verdichtung ist ja ohnehin nötig, das ist ja schon mal klar. Die Unterschiede zwischen dem Film und dem Buch, glaube ich, liegen in erster Linie in der etwas erweiterten Erzählperspektive des Films. Wir erzählen nicht nur aus der Sicht von Johann, sondern haben uns auch entschieden, die Sicht seiner Mutter als Perspektive zu verwenden im Film, weil sie, anders als Johann, involvierter ist in die Ereignisse. Er war damals 13, er konnte bei vielen gar nicht mitentscheiden, er hat manches gar nicht mitbekommen. Und im Buch gleicht das die Erzählstimme aus, die wir im Film so nicht zur Verfügung haben und deswegen haben wir die Perspektive erweitert. Wie lief denn der Abstimmungsprozess mit den echten Protagonisten ab? In welcher Art und Weise waren sie in den Entstehungsprozess eingebunden? Wir haben versucht, die mitzunehmen auf diese lange Reise der Stoffentwicklung. Das bedeutet, dass wir, nachdem Johann uns einander vorgestellt hatte, wir mit den Beteiligten, also in erster Linie mit den Leuten, die damals im Haus waren, Buch für Buch besprochen haben. Wir haben einfach immer versucht, die mit einzubeziehen, um auch am Ende zu Figuren zu kommen, in denen sie sich wiedergesehen haben. Und für mich war es ein total spannender Prozess. Also wir haben ja auch viel erfahren,
auch einen Unterschied noch zwischen dem Film und dem Buch über die Polizeiarbeit zum Beispiel, die auch Johann eher verborgen geblieben ist. Er musste da mutmaßen als 13-Jähriger. Warum passieren da so viele Pannen? Was ist da los? Und wir sind dann nochmal ein bisschen genauer einfach eingestiegen durch die Recherche. Ja, die Polizisten und die Angehörigen betreuen, die kommen im Film ja nicht wirklich gut weg, wenn man das mal so sagen kann. Gab es auch mit diesen echten Personen Abstimmungen darüber? Ja, ja, die haben auch gesprochen. Also ich würde unterscheiden zwischen den Betreuern und der Polizeiführung. Mein Gefühl ist, dass die Betreuer eine sehr gute Arbeit geleistet haben im Rahmen ihrer Möglichkeit. Sie mussten ja sowohl Vertrauen haben von den Angehörigen, von den Menschen im Haus, wie auch der Polizeiführung weitervermitteln, was geplant ist, wie die Stimmung im Haus ist. Also es ist schon eine doppelbödige Funktion, würde ich durchaus sagen. Dass von der Polizeileitung allerdings die Strafverfolgung in den Vordergrund gestellt wurde, was auch zu den Aufgaben der Polizei gehört, und man da nicht mit offenen Karten gespielt hat gegenüber den Leuten im Haus, das finde ich, würde ich also so, glaube ich, als etwas sehen, was wir im Film herausstellen wollten. Aber ich würde nicht pauschal sagen, ja, die Polizei. Und das war ja eigentlich beim Lesen von Johanns Buch so, dass es da Pannen gibt, eine falsche Doublette oder. Er nimmt das als Panne wahr und wir nehmen das aber eigentlich nach der Recherche etwas anders wahr, nämlich als durchaus geplante Aktionen, dass zum Beispiel ein Auto mit Lösegeld später losfährt, auch erst dann losfährt, wenn vor Ort observiert werden kann, solche Dinge, da haben wir einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Ihr erzählt die Geschichte irgendwie sehr reduziert und völlig unaufgeregt, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Wie wichtig ist es dir, eine solche Handlung nicht auch noch künstlich aufzubauschen? Wäre mir seltsam vorgekommen, da jetzt noch mit Musik und schnellen Schnittfolgen und irgendwelchen anderen stilistischen Mitteln etwas aufzubauschen, was, glaube ich, gar nicht nötig ist, wenn es uns um die Menschen im Haus geht und um deren Dynamik untereinander, dann tritt, glaube ich, das, was man ansonsten erwarten könnte in Krimi oder in einem Thriller, eigentlich in den Hintergrund. Also ich habe immer gedacht, wir erzählen das sehr unaufgeregt und eigentlich wie ein Familiendrama. Und die Spannung ist ohnehin auch da, weil natürlich auch wenn fast alle wissen, wie das ausgeht, man auf alle Fälle darauf wartet, letztlich wann sich das auflöst und wie. Und wenn du jetzt den fertigen Film siehst, ist es genau das, was du dir zu Beginn vorgestellt hast, oder hat sich das alles verändert im Laufe der Entwicklung? Immer so, dass sich das verändert. Ich habe das nie erlebt, dass etwas genauso wurde, wie man sich es vorgestellt hat, weil man ja auch im Prozess der Arbeit seine Einstellung ändert und Dinge erfährt, Figuren besetzt, und das ist dann auf einmal nicht mehr zu trennen. Ich wähle eine Besetzung und das verschmilzt für mich. Es war oft nicht das, wie ich es am Anfang mir so gedacht habe. Ich glaube, man erreicht vielleicht so 3/4 von dem, was man anfangs dachte. Und ich habe aber auch gelernt, dass es richtig ist, das so zu akzeptieren. Ich glaube, es ist einfach die Arbeit, die wir machen, wenn wir einen Film machen. Da sind so viele verschiedene Faktoren, die alle am Ende zu etwas führen, dass ich gar nicht den Anspruch haben konnte, glaube ich, hier sind meine 100% und genauso muss es sein. Ich finde, der Film ist so, wie er ist, perfekt. Mhm. Also ich würde daran nichts ändern, aber wenn du jetzt unendlich viele Drehtage gehabt hättest oder unendlich viel Geld, hättest du irgendwas anderes gemacht oder zusätzlich? Das ist so hypothetisch natürlich, mit dem vielen, vielen Geld und den vielen, vielen Drehtagen. Wir hatten auch die Pandemie, wir hatten Ausgangsbeschränkungen. Wir konnten im Vorfeld nicht so zusammenkommen für Lesungen in der Gruppe, wie man es sonst gemacht hätte. Ich hätte mir mehr Zeit gewünscht, einfach nochmal so ein paar Tage zwischendurch vielleicht, um nachzudenken, was man da gerade macht. Und wir standen einfach immer ziemlich mit dem Rücken an der Wand. Hier ist das Pensum, hier ist das Hauptmotiv, unser Haus, aus dem wir irgendwann raus mussten, zum 1., weiß nicht mehr, April. Und das habe ich einfach versucht, so als Herausforderung anzunehmen. Aber ein bisschen mehr Zeit wäre dann schon gewesen.
Heute Abend findet jetzt die große Premiere als Eröffnungsfilm des Filmfest Hamburg statt. Was erwartest du persönlich von der Premiere? Naja, ich erwarte mir, dass der, oder ich weiß, dass der Film heute zum ersten Mal ein großes Publikum trifft. Ich erhoffe mir, dass der Film was auslöst in den Leuten, dass sie was anfangen können damit, dass es eine Diskussion startet, dass der Film das schafft, was Film im Kino eigentlich können sollte, nämlich die Leute zusammenzubringen und sie danach über das, was sie gesehen haben, nachdenken oder reden zu lassen. Das wünsche ich mir. Und dass der Film natürlich seine Reise heute antritt in die Welt und ab jetzt selbst für sich verantwortlich ist und ich bis hierhin ihn begleiten konnte und ab jetzt nicht mehr. Was würdest du dir wünschen, was der Zuschauer aus der Vorführung mit nach Hause nimmt? Ich kann das gar nicht so sehr bewerten oder beurteilen. Ich weiß, dass jeder was anderes sieht in so einem Film. Ich hoffe, dass es ein emotionales Erlebnis ist, dass es ein bisschen was erzählt über diese Familie, wie die unter Druck geraten sind, dass wir mit ihnen mitfühlen können, dass wir verstehen, was Johann beschäftigt, die Überforderung im Film. Ich will gar nicht groß Parallelen ziehen zur Situation von heute. Wir haben so viel mit Trauma zu tun gerade. Das geht ja auch um Trauma. Aber ob jemand dann diese Parallele zieht oder nicht, das ist quasi. Ich glaube, es wird eine sehr schöne Premiere. Das ist ein wunderbarer Film. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Film. Danke. Und bedanke mich für das Gespräch. Okay, danke. Freut mich sehr. Vielen Dank. Sehr schön.